So, als nächstes machen wir die zweite Zweihändig-Isolation, die wir hatten. Bei der hatten wir uns gedreht, immer im Kreis. Ja, da war die eine Hand die aktive Hand die ganze Zeit. Und die andere war die ganze Zeit die Geisterhand. Wichtig war, immer 6 und 12 Uhr beachten. Und auch 9 und 3 Uhr. Und wir sind erstmal immer nur in eine Richtung gegangen. So, hier habe ich jetzt nur einen Übergang ausgesucht, den man natürlich wieder auf zwei Seiten immer machen kann. Und wenn man dann die Richtung gewechselt hat, vielleicht noch auf mehr Seiten, weiß ich jetzt auch nicht. Aber beginnen wir erstmal. So, es geht also los. Und ich habe jetzt, also ich mache mal einmal andersrum, ich habe jetzt nach links begonnen. Habe die Bewegung im Prinzip rechts dann beendet, ne, weil hier würde es ja wieder von vorne losgehen. Und ich muss jetzt gar nicht irgendwie anders umgreifen. Ich kann genauso umgreifen, als würde es jetzt wieder von vorne beginnen und dann sofort in die Reverse Ghost Brief reingehen. Und dann natürlich auch sofort wieder zurück. Ne? Das hatten wir ja schon geübt bei der ersten Isolationsvariante. Also wenn ich auf der rechten Seite oder vor mir nach links beginne, das ist das gleiche, ob ich hier beginne und nach links gehe oder ob ich vor mir direkt beginne und nach links gehe, ist das gleiche. Dann gehe ich so weit, bis ich nach rechts schaue wieder, wechsle so, als würde ich jetzt einfach wieder in die Bewegung reingehen wollen und anstattdessen gehe ich aber direkt in die Reverse Ghost Weave. Und um nicht jetzt gleich wieder die Richtung zu wechseln, stoppe ich an meiner linken Seite und gehe hier in die zweihändige Isolation. Auf der rechten Seite gehe ich erstmal wieder in die Reverse Ghost Weave. Und wieder in die Isolation. Und so weiter. So, und man kann jetzt natürlich auf der anderen Seite dann in die Isolation gehen. Und was ist passiert? Ich habe die Richtung gewechselt. Ja, und in dem Fall muss ich dann auf meiner rechten Seite mit der linken Hand als aktive Hand als erstes in die Reverse Ghost Weave reingehen. Je nachdem, wo ich rausgehe, in die Richtung gehe ich dann auch. Das bedeutet, dass wir mit einer Bewegung, Reverse Ghost Weave, sofort die Richtung wechseln können. Ne? Das ist hier ein ganz schöner Effekt. Oder halt auch nicht. Noch irgendwas machen können. Was ist auf der Seite? Das ist wieder der verdrehte Arm, ne? Wenn wir jetzt hier rüber gegangen sind. Na gut, können wir auch wieder das machen, was wir jetzt schon im ersten Wiederholungsvideo hatten. Es geht hier genauso gut. Dann haben wir halt gar keine Runde gedreht. Aber wir können davor natürlich einmal rumgehen. Und dann hier wieder den gleichen Übergang machen. Das ist ja ganz gut, wenn wir hier zweimal den gleichen Übergang haben. Dann kann er sich besser setzen. Gut, zweite Runde ging etwas schneller, weil wir hatten schon ein paar Grundlagen aus dem ersten Video. Und ja, das nächste folgt sogleich. Bis dann!